Moin Moin und willkommen zurück zu The Secret of Monkey Island in der Special Edition. Beim letzten Mal sind wir mit der Sea Monkey in See gestochen und haben uns auf den Weg gemacht von Mealy Island nach Monkey Island. Und meine Crew hier, die hat nicht ganz kapiert, worum es geht, ne? Die lungern hier rum, liegen in der Sonne, saufen, lesen, tun alles, was sie möchten, aber nicht das, was sie sollen. Und zwar endlich mal Deck schrubben hier und ein bisschen mitsegeln und irgendwie läuft das Ganze nicht. Die haben kein Interesse an meinen Befehlen. Müssen wir das einfach alles alleine machen. Captain Guybrush, zu Dienste. Wir haben eine Aufgabe. Und zwar müssen wir was kochen. Und der Hinweis war gegeben, dass, aus dem Logbuch hervorging, dass es irgendwo eine Karte hier geben muss an Bord, die aber eher ein Rezept ist. So habe ich das zumindest verstanden. Und so kam das auch durch eure Kommentare raus. Also ich muss noch eine Karte finden. Und ich habe keine Ahnung wo. Wir gehen auf jeden Fall mal in die Luke hier rein und schauen unten nochmal alles ab. Fangen wir ganz unten an. In der Küche. Da haben wir nur das Regal mit den Flocken. Die Flocken haben wir aber schon. Gucken wir nochmal. Da sind sie. I loved this stuff when I was a kid. I liked the way it chewed up the roof of your mouth. Sehr schön. So, aber sonst war hier nichts, außer dass ich den Hinweis bekommen habe, dass man hier den Topf nochmal ein bisschen anfeuern könnte. Hätte ja genug Papier im Inventar. Ich weiß jetzt nicht ganz mehr, wer das geschrieben hat. Aber machen wir einfach mal. Also, was nehmen wir? Das ist ein dickes Buch, das Logbuch. Das hat mir eh nichts genutzt. Das verbrennen wir jetzt einfach mal. Ja, dafür müssen wir es benutzen. Hier, Feuer, das geht sogar. Loderndes Feuer, okay. Flammenmeer, das habe ich im Inventar. Hilfe, um Gottes Willen. Gut. Zum Glück brennt meine Hose nicht. Ich glaube, damit kann ich die Kanone zünden, oder? Dann habe ich noch den Tipp bekommen, ich könnte hinten bei den Schwarzpulverfässern auch einfach mal so zugreifen, ohne es mit irgendwas abfüllen zu wollen. Also, wir nehmen einfach mal so ein Fass. Wow, Gunpowder! I think I'll take some. Entschuldigung, ich bin ein bisschen erkältet. Das hat funktioniert. Wir haben Schwarzpulver. Das heißt, die Kanone können wir abfeuern. Und ich glaube, mir wird auch langsam klar, wofür ich den Topf brauche. Oder? Das erinnert mich irgendwie an was. Wir hatten sowas schon mal. Schwarze Truhe. Die habe ich nicht wirklich wahrgenommen bisher. Glaube ich. It's rusted shut. Okay. They're rusted shut. Alles zugerostet. Die Truhe hatten wir schon. Die untersuchen wir aber nochmal. It's empty. Gut. Hier haben wir Truhen. They're just old rusty chests. Bla bla. Ich glaube, hier ist nichts zu holen. Chests. Ich habe ja irgendwie noch in meiner Kajüte diesen Schrank im Verdacht, dass ich da drin noch was finde. Aber der ist zu. Das ist das einzige Ding, wo ich noch nicht rangekommen bin, gell? So, haben wir irgendwas im Inventar, womit wir das Ding öffnen können? Nö. Gucken wir erst nochmal, ob es so aufgeht. It seems to be locked up tight. Hatte ich mich richtig erinnert. Okay. Hier ist... Was denn untersuchen? When you set sail for good value, all winds blow towards ich hatte nämlich im Gefühl, dass da irgendwas mit starkem Magnet wäre. Ja. Which may interfere with other navigational equipment. Vielleicht kann ich irgendwie mit dem Magneten da drin das Schloss öffnen, dass ich damit den Schließer umgelegt bekomme. I'm not sure, but I think it's pointing towards Mealy Island. Jo, hilft mir nicht. Können wir das Ding in irgendeiner Weise öffnen? It doesn't seem to open. Nein. Der Feder? Irgendwie im Schloss rumpulen? I have nothing important to write. Mit der Feder willst du nur schreiben, okay. Oh, das ist aber traurig, Guybrush. Das ist echt traurig. Was haben wir denn noch? Frühstücksflocken. Wein. Flagge.
irgendwas hier in den Inventargegenständen nicht gesehen. Das ist eine Packung Frühstücksflocken. Können wir die öffnen? Mahlzeit. Jetzt kleben sie am Gaumen. A toy prize inside. Ah, schön. Okay, dann war da doch was. Was ist das? This is no prize. It's a small key with a finely engraved monkey. Ach. Okay. Gut, okay. It's a small key with a finely engraved monkey on it. Ja, das hast du schon mal gesagt. Hast du? Na gut, okay. Dann haben wir es doch. Dann stand ich doch gar nicht so ganz arg auf dem Schlauch. It looks like a very heavy metal chest. Nehmen Sie. Kannst du, okay. Man, that's heavy. Filled, no doubt, with golden jewels. Ja, öffnen wäre gut, ne? Untersuchen. Hey, look, a piece of paper. Aha. And some cinnamon sticks. Mm, lecker. Gut. Was ist das denn für ein Papier? Directions to Monkey Island. Preheat pot to 450 degrees. Okay. Add the following ingredients. One cinnamon stick. Four leaves of mint. Bonbons. One human skull, pressed. One squirt squid ink. Two pints monkey blood. Mm. One live chicken. 3 ounces brimstone. One or more of the following. Pyridoxine hydrochloride. Zinc oxide. Yellow 8. Mine mononitrate. And BHA. Let bubble over a low flame until thickened. Serves crew of four. Okay. Ich glaube, das haben wir alles, oder? Affenblut. Der Wein, oder? Das ist doch der Wein. Gehen wir mal kochen. Ich habe das Gefühl, dass ich das alles habe. Irgendwie in ähnlicher Form zumindest. So, hier. Genau, mein Schädel. Schwarzpulver. Zimt. I love cinnamon. Wein. That should be enough. Was haben wir noch? Es war die Rede von Tinte. Not anything special about it. Just a drop. Ja, ja. Ein Huhn, oder? Und Minze. About time I got rid of this worthless artifact. Ja. Jetzt kommen wir zwar nicht mehr zu Mituk, aber da wollen wir auch nicht hin. Der ist ja eh hier. Und? Minze, oder? Good thing I've got a million of these. Fehlt noch was? Irgendwas fehlt noch. Directions to Monkey Island. Preheat pot to 450 degrees. Add the following ingredients. One cinnamon stick. Four leaves of mint. One human skull, pressed. One squirt squid ink. Two pints monkey blood. Mmm. One live chicken. 3 ounces brimstone. One or more of the following. Pyridoxine hydrochloride. Zinc oxide. Yellow 8. Mine mononitrate. And BHA. Let bubble over a low flame until thickened. Serves crew of four. Tja. Gelb Nummer 8. Also entweder fehlt die Temperatur oder noch eine dieser komischen Zutaten. Und ich weiß nicht, was es sein soll. Pyridoxin Hydrochlorid hilft mir jetzt auch nicht weiter. Aber den Rest haben wir doch eigentlich. Können wir doch nochmal irgendwie mit dem Flammenmeer hier unten. It's already burning. Brennt schon. So, und jetzt weiß ich nicht, was noch fehlt. Wo ist jetzt das Problem? Gelb Nummer 8.
Was ist denn hier gelb? Ist das gelb? I think I have enough fiber. I'll just hold on to this. Oder müssen wir doch irgendwie nochmal Feuer Directions machen? To Monkey Island. Preheat pot to 450 degrees. Add the following ingredient. Ja, alles gut. Also irgendwie habe ich nicht ganz die Kurve gekriegt. Was ist denn hier gelb? Die Feder vielleicht? Der will ja eh nichts schreiben. Vielleicht hilft die mir weiter. Die war es nicht, aber die ist weg. Okay. Zinkoxid, vielleicht ist das Ding daraus hergestellt. No staples to be removed. Ja, ist ja gut. Bisschen mehr Wein. That should be enough. Den Zimt haben wir auch schon. I love cinnamon. Ja, die Tinte haben wir auch. Just a drop. Noch irgendwas verbrennen vielleicht? It's called How to Get a Leg Up in Treasure Hunting. Feuerchen, wie kriegen wir dich denn jetzt an? Der Kompass? I'm not sure, but I think it's pointing towards Melee Island. Was fehlt denn jetzt noch? Werfen eine Münze rein. No way! I worked too hard for this money. Das ist mir jetzt noch nicht ganz klar. Irgendwas ist hier noch nicht ganz ausgegoren. Directions to Monkey Island. Preheat pot to 450 degrees. Add the following ingredients: 1 cinnamon stick, 4 leaves of mint, 1 human skull pressed, 1 squirt squid ink, 2 pints monkey blood. 1 live chicken, 3 ounces brimstone, 1 or more of the following: pyridoxine hydrochloride, zinc oxide, yellow 8, mine mononitrate and BHA. Let bubble over a low flame until thickened. Jo, also irgendwie komme ich hier nicht weiter. Was können wir noch da rein entsorgen? Oh, this is gonna be good. Yikes. Aha. Oh, I think I'm getting dizzy. Mir ist jetzt nicht ganz klar, was das gewesen sein soll. Gunbrush quickly loses consciousness. Moments later the voodoo spell kicks in, turning the ship to an unknown heading and off on its mysterious voyage. Days pass. Oha. Das ist die Zeit, in der keine Logbucheinträge stattfinden. Steh auf. Oh, I feel awful. So, gehen wir mal hoch und gucken, was los ist. Da! Holy monkey bladders! It's Monkey Island! So. Und das ist doch das, worauf ich mich schon Anfang der Folge gefreut habe, weil ich glaube, ich weiß, was ich machen muss. Diese komische Crew, die ist mir vollkommen egal. Ich glaube, ich muss ganz einfach, ja, kein Schwarzpulver mehr. Muss mir nochmal Neues holen. Na, na. I'll take some more. Genau. Wir haben das doch im Zirkus schon gelernt. Weiß doch, wie es geht. Doch aufgepasst und ich habe einen Helm. Ich habe einen Helm. Schwarzpulver. Déjà vu. Ja, eben. Wir haben etwas zum Zünden. The cannon didn't go off. Ich habe ja noch Seil. Ich habe das Schwarzpulver wohl doch nicht reingelegt, oder?
Jetzt ist es erstmal drin. Okay, also. Yes. Sehr geil. Und tschüss. Oh, das war schon die Reise. Gut, kurzes Kapitel 2. Alles klar. Der Bürzel brennt. I'm Herman Toothrot. Ach, er. Er hat doch so lange nicht gebadet. Don't bother to say hello. I've only been waiting 20 years to talk to somebody civilized. I don't mind. Fine. Ja. By the way, you might want to think about putting out that fire. Someone could be hurt. Okay, also. Feuer aus, Kopf aus dem Sand. Wir gucken mal, Stück Papier, das wird genommen. Notice of public meeting. There will be a meeting Wednesday evening to discuss the recent occupation of the sacred monkey head by the ghost pirate LeChuck. Oh. And the subsequent impact on the environment and the tourist trade. All Monkey Island cannibals are encouraged to attend. Einer? Exakt einer. Banane, bitteschön, lecker. Die brauchen wir noch bestimmt. Und was gibt's hier noch? Dschungel, Dschungel, Dschungel. Können wir den Zettel mitnehmen? I better leave it here. Na gut. Das Ruderboot. I don't have anything to paddle with. Alles klar. That's strange. It says Sea Monkey. Was? Das gehört zu meinem Schiff? Unglaublich. Okay, wir gehen in den Dschungel. Eine Spalte haben wir hier. Und sonst haben wir hier erstmal nichts. Hier ist der Affe. Hm. Bleibst du hier? Vielleicht kann ich dem ja schon mal die Banane geben, ne? Not until he comes down. Na, mein Freund? Hm? Und jetzt? Läuft er mir jetzt hinterher, oder was? Jo, jetzt habe ich einen Affen als Gefolge. Ist ja nichts Neues, hatte ich eben gerade schon dreimal auf dem Boot. Insofern. Hier liegen die Ruder, okay. Kräftiger Baumsturm. Stumpf. Hingehen tut er nicht. Es muss also einen anderen Weg hingeben, oder? Ich habe noch Seil, oder? Nein, ich habe natürlich kein Seil mehr. Dann kann ich hier nicht viel anfangen. Baum. No bananas here. Es gibt keine Bananen, alles klar. Starker Ast. Looks strong. I can't pick that up. Also Baum, Ast, Baumstumpf und da unten die Paddel. Irgendwie muss ich also da rankommen, aber wie? Komm, Äffchen, hilf mir. Oder muss ich noch eine Banane holen? I can't reach that from here. Du kommst da doch mit irgendwas dran, mein Lieber. Mm, those are some luscious looking bananas. Du musst doch da irgendwie jetzt dran kommen, ich bitte dich. Ich glaube, wir brauchen noch mehr Bananen, um irgendwie an diesen Affen
also nicht an den Affen ranzukommen, sondern mit den Affen in Kontakt zu kommen. Aber wie? Schiebebaum? Machen wir mal so. I can't move it. Kannst du dann irgendwie rütteln vielleicht? Öffne Baum, genau. Benutze Baum. Nehmen Baum? Nein. I can't move it. Ich muss doch irgendwie da hochkommen, oder? They look like they're almost ready to fall off the tree. And I can't reach that from here. Kann auch nicht sein, dass es keine Möglichkeit gibt, für dich da hochzukommen, mein Lieber. Was bist denn du für ein Pirat? Kann ich irgendwie ein Buch werfen? It's called How to Get a Leg Up in Treasure Hunting. Heftklammerentferner, genau. Mit dem kann ich ja sehr viel machen hier. No staples to be removed. Jo, dachte ich mir fast. Also, es gibt noch Bananen. Aber sonst gibt's nicht viel. Jo, eine Banane hat ihn nicht überzeugt. That's strange. It says sea monkey. Riesiger Felsen. I bet you can see the whole island from there. Kann ich vielleicht doch nach Norden weiterlaufen? Hab's ja noch gar nicht probiert. Ja, okay, gut. Ausgetrocknetes Flussbett. Ich meine doch, da wäre irgendwas mit Bananenpflücker gewesen mal, ne? Das, irgendwas kommt mir da in Erinnerung. Ja, geh doch hin. Ach, du bist aber auch unflexibel. Teich. Oh, hallo? Wer ist denn da? Eine Notiz. It's printed on letterhead. To the ghost pirate LeChuck. We must ask you once again to curtail your nightly activities in the sacred monkey head area. Decent people are trying to sleep. Kindly keep the noise level down. Ja, da wird er sich für interessieren. Oh, Kannibalen. P.S. We saw you taking that woman with the scarf down there. Oh, wer kommt denn da jetzt? Er schon wieder. This is an old friend of mine, the one I sailed here with. He's lost weight. Never looked better. Ja. Ja. What happened to him? I'm afraid I must be going now. Ja, genau. Bevor du mir was sagst, hau einfach ab. Bist auch bescheuert. 20 Jahre allein auf der Insel haben dir echt nicht gut getan, mein Lieber. So, hier. He doesn't look good. Aber auch sonst gibt es hier erstmal nichts zu entdecken. Ja. Hier machen wir ein schönes Posing für den Endscreen. So. Wunderbar. Ja, also. Wir müssen die Insel erstmal erkunden, bevor das hier irgendwie wieder den Sinn gibt, was wir hier tun. Und das machen wir dann beim nächsten Mal. Ich bin gespannt, was noch alles kommt, was wir hier alles entdecken werden. Ich weiß noch, irgendwie müssen wir an den Bananenpflücker rankommen. Das ist jetzt wieder so ein Teil einer Erinnerung, die gerade bei mir so reinschwappt. Aber der Weg dahin ist mir vollkommen unklar. Und ich hoffe, wir sehen das nächste Mal ein bisschen klarer. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis dann, euer Matze.